Die Basis einer Überdachung oder Sichtschutz, das an der Mauer montiert wird, ist ein Balken. Bei einem Sichtschutz wird der Balken vertikal montiert und bei einer Überdachung horizontal. Heute zeigen wir Ihnen, wie der Balken entweder mit Rahmendübel oder Keilbolzen montiert werden kann. Wir werden in dieser Folge nun keine Überdachung oder einen Sichtschutz bauen, sondern lediglich zeigen, wie der Balken korrekt an die Mauer montiert wird. Man kann dazu entweder einen Rahmendübel nehmen, in unserem Beispiel 10 bei 120 mm, was ausreichend ist, um durch den Balken und in die Mauer zu kommen. Eine andere Alternative wäre dieser Keilbolzen. Diese gehen ebenfalls durch den Balken bis in die Mauer und beim Anziehen wird der Keil gespreizt und hält so in der Mauer. Als erstes wird natürlich alles angezeichnet, damit die Löcher gebohrt werden können. Achten Sie darauf, dass alles auch in Waage ist. Der Balken hier hat ein Maß von 5 x 10 cm. Oftmals werden auch 5 x 15 cm Balken benutzt, die dann als Balkenträger für die Überdachung dienen. Die Löcher werden mittig angesetzt, was hier bei einer Breite von 10 cm dann bei 5 wäre, und der Abstand der Halterung sollte ungefähr bei 50 cm zueinander sein. So hat man eine stabile Basis später für die Überdachung. Die Löcher werden nun gebohrt und danach mit einem Steinbohrer die Stellen an der Wand markiert und ebenfalls gebohrt. Wir haben nun ein Loch mit 10 mm gebohrt und der Dübel passt gut dadurch. Auf der anderen Seite werden wir den Keilbolzen verwenden. Dazu wird ein etwas größeres Loch vorgebohrt, damit die Mutter als auch der Schraubenkopf versenkt sind. Und mit einem 10 mm Bohrer wird dann der Rest durchgebohrt. Der Schlagbohrer wird ebenfalls mit einem 10 mm Steinbohrer versehen, damit nachher die beiden Varianten gut in der Mauer sitzen können. Legen Sie den Balken so an, dass die beiden Löcher auf einem Stein auskommen und dort hineingebohrt werden kann. Eine Fuge verfügt nicht über dieselbe Stabilität wie ein Stein. Mit der Wasserwaage wird es dann noch austaxiert, damit es gerade ist, und dann können die Stellen in der Mauer markiert werden zum Bohren. Die Rahmendübel werden samt Schraube direkt in das Holz geschlagen und können dann festgezogen werden. Sollte es noch notwendig sein, kann die Schraube später herausgedreht werden und ersetzt werden. Beim Keilbolzen ist vorne ein Prallkörper vorhanden, wodurch das Gewinde nicht beschädigt werden kann, und es wird dann festgeschraubt. Mit einem Ring oder Maulschlüssel kann es nun festgezogen werden, bis es packt. Und auf diese Art spreizt der Keil in der Mauer und verankert dort. Beide Varianten sind aus verzinktem Stahl und somit stabil. Achten Sie darauf, gute Schrauben zu verwenden und keine billigen. Über die Zeit können diese auch rosten, weshalb Sie beim Einschlagen darauf achten sollten, nicht so sehr die Zinkschicht zu beschädigen, das andernfalls dann anfälliger für Rost sein kann. Die Keilbolzen sind in der Theorie stabiler als die Rahmendübel. Jedoch finde ich persönlich die Optik der Rahmendübel schöner und es sieht sauberer aus als bei den Keilbolzen. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Da der Ringbalken an der Mauer befestigt wurde, sind die Pfosten an sich nicht mehr nötig, da die Befestigung so stabil genug ist, um die Dachbalken tragen zu können. Jedoch sollten Sie natürlich darauf achten, was Sie genau vorhaben und welche Lasten getragen werden sollen. Die Dachbalken können auch noch eingekappt werden und so mit dem Ringbalken verbunden werden. Bei einem Sichtschutz hat man auch oft eine Tür mit eingebaut, welche in den meisten Fällen am Haus befestigt wird.
Die Scharnierseite der Tür ist dann ebenfalls in der Regel zum Haus gerichtet und somit sollte auch eine gewisse Stabilität vorhanden sein, weswegen der Balken, an dem die Tür eingehangen wird, auch auf diese Art und Weise montiert werden kann. In diesem Fall finde ich die Rahmendübel angebrachter, da diese nicht herausgucken wie die Keilbolzen und somit sichergestellt werden kann, dass die Tür später nicht dran hängen bleiben kann und so schlechter geöffnet wird. Achten Sie darauf, dass das größere Loch bei den Keilbolzen nicht zu tief gebohrt wird, da andernfalls die Mutter nicht mehr vernünftig angezogen werden kann. Sollte es dennoch mal schief gehen und das Loch etwas zu tief ist, kann man ein, zwei Unterlegscheiben mit drunter legen. Oder man schlägt es so wie die Rahmendübel direkt aufs Holz und lässt es so herausgucken. Sollten Sie nun den Balken aus irgendeinem Grund entfernen wollen oder es ausgetauscht werden muss, kann die Schraube einfach rausgeschraubt werden bzw. beim Keilbolzen die Mutter gelöst und dann abmontiert werden. Es kann eventuell bei der Demontage etwas schwieriger werden, da die Dübel natürlich fest in der Wand sitzen und noch halten. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann sollten Sie unbedingt unseren Kanal abonnieren und schauen Sie auch bei gardero.de/tv vorbei. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachbauen.